Im neuen Video Digest erfahren Sie ein neues Interview mit einem Projektmanager von International Engineering Consultants in Sharjah. Mitarbeiter von Skyway besuchen eine Schulung von Professor Michael Orlov. Wir kündigen ein Rebranding der Plattform von Skyway Capital an. Ich bin Dina Kalfin. Sie sehen den 200. wöchentlichen Video-Digest zum Skyway-Projekt. Michael Kiritschenko interviewte in den VAE Ahmad Barakat, einen Projektmanager der Firma International Engineering Consultants. Ahmad beaufsichtigt die Arbeit der Auftragnehmer. Er prüft die Qualität der Materialien und begutachtet die Arbeitsergebnisse. Die Arbeit in Sharjah erfolgt ohne Verzug nach den vereinbarten Fristen, so der Fachmann. Vor seiner Arbeit für Skyway betreute Ahmad Barakat über 28 Jahre unterschiedliche Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das größte war die künstliche Insel Palm Jumeirah in Dubai. Ein vollständiges Interview mit dem Projektmanager in Sharjah findet sich in der Beschreibung zu diesem Video. Fachleute des Skyway-Projekts beteiligten sich an einem Workshop von Professor Michael Orlov. Professor Orlov informierte sie über moderne Theorien für die Lösung erfinderischer Aufgaben. Die Skyway-Mitarbeiter nahmen die MDRIS-Ideen zur Kenntnis, um sie für die Skyway-Technologie anzuwenden. Die Schulung dauerte eine Woche. Daran waren 130 Hörer beteiligt. Schließlich bekamen die Teilnehmer Schulungsmaterialien und das Buch Blitz TRIS. Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Wir kündigen ein Rebranding an. In den 5 Jahren seines Bestehens wurde Skyway Capital zu einer internationalen Crowdfunding-Plattform. Hunderttausende von Investoren aus 200 Ländern der Welt kennen Sie. In diesem Zusammenhang wollen wir unsere Arbeit mit einem neuen Inhalt verbinden. Wir nennen uns jetzt Skyworld Community. Mit der Namensänderung planen wir eine Mobil-App rauszugeben für das Benutzerkonto von SWC. Dazu kommt eine Fachausbildung für die Partner und vieles weitere. Folgen Sie dem Link in der Beschreibung zur Videoansprache von Yevgeny Kutryashov und Alexei Supodoyev zu den Plänen der Gesellschaft. Das waren die Nachrichten dieser Woche. Wenn Sie sich für die Technologie von Skyway interessieren, gehen Sie auf die Webseite von SWC unter dem Link in der Beschreibung und unterstützen Sie das Projekt. Abonnieren Sie unseren Kanal und schalten Sie Benachrichtigungen ein, um den nächsten Video-Digest nicht zu versäumen. Auf Wiedersehen!